Salit sammeln. Wäre es mal cool, dass ein paar Leute gekommen sind. Das ist das letzte Mal, haben wir uns zusammengeknallt. Softbeach, okay. Ich wollte euch heute über Indoor Farming erzählen. Ich mache das jetzt seit einer Weile. Und wollte das mal mit so einer Begriffserklärung anfangen. Wenn man nämlich Indoor Farming nochmal in die googelt, da kommt man ganz schnell so zu Vertical Farming. Und da stehen da so Sachen wie Massenproduktion und Erzeugnisse in Ballungsgebieten, was irgendwie richtig ist. Kreislaufwirtschaft, Hydroponikkulturen und Gewächshausbedingungen. Also davon will ich auf alle Fälle nicht reden. Ich möchte euch was davon erzählen, wie man halt in der eigenen Wohnung so ein bisschen Nutzpflanzen anbaut. Auf kleinen Rahmen, mit kleinem Budget. Das Stichwort dazu sind Hydroponics, aber auch wenn man Hydroponics halt googelt, landet man sehr, sehr schnell bei diesen Vertical Farm Sachen. Wir kennen solche Bilder, weiß nicht, so aus Singapur betreibt das jetzt gerade recht hart. Die Niederlande, Japan, ich weiß so, Japan Railway hat viel halt irgendwelche alten U-Bahn-Bunker, die sie nicht nutzen und da züchten sie jetzt Salat. Kann recht abgedreht wirken teilweise, so ein bisschen, ist eigentlich alles Low-Tech, wenn man sich das mal so ansieht, was sie da benutzen. Aber es ist immer noch ein ungewohntes Bild, halt riesige Türme irgendwie zu haben oder in irgendwelchen alten Tiefgaragen Pilze zu züchten oder so, die dann für den Verzerger verkauft werden. Das Billigste, was man eigentlich so haben kann, wenn man so über Hydroponik-Sachen redet, sind irgendwelche PVC-Rohre, die dann so aufgebaut werden, wo der Salat dann auswächst. Und da drin ist dann so ein bisschen Steinwolle oder irgendwas, was nicht schimmelt. Und dort wird eine Nährstofflösung durchgepumpt. Kann auch ein hübsch sein, kann auch so sein, in der Garage zu Hause, so selbst gebastelt. Kann auch so aussehen, für irgendwelche Werbezwecke wahrscheinlich. Also das habe ich, glaube ich, noch nirgendwo irgendwann was. Das, ich weiß nicht, ob das real ist. Vielleicht mal irgendwie so ein Schub. Ich möchte eher darauf hinaus. Das kommt der Realität so, was ich jetzt kenne. Also ich weiß nicht, mittlerweile bildet sich so ein bisschen was wie eine Szene. Seit vor allem IKEA Billigkrams anbietet dafür, kommen immer mehr Leute gerade so dazu. Und man findet halt mehr YouTube-Videos als noch vor 5 Jahren und so weiter. Und das ist schon das Realer, was man selber zu Hause im Keller, in der Garage oder wie ich gerade in meinem Schlafzimmer machen kann. Also meine Realität, die sieht so aus, ich habe da so ein kleines IKEA-Regal und habe da auf verschiedenen Ebenen halt Süchtli und Salat, hier ein bisschen Kräuter und Krams. Darauf geh ich später mal ein. Eben mit dem Salat, das sieht dann so aus. Jetzt ganz frisch gestern sieht das halt so aus. Meine Idee von Anfang an war gewesen, ich habe so viel Salat, dass ich rotierend alle 2-3 Tage ernten kann. Es geht doch echt verdammt fix, das hätte ich vorher nicht gedacht. Also innerhalb von 3 Tagen ist dann schon wieder irgendwie Blattdichte so hoch, dass da wieder so eine neue kleine Schüssel irgendwie rauskommt. Der Inhalt vom Vortrag, also ich habe hier nur 30 Minuten, soweit ich weiß. Ich werde keinen Ultimate Talk halten können. Ich gehe auch nicht weiter auf Zahlen ein, bei welcher Frequenz jetzt, wie viel Lumen, welche Pflanze am besten wächst und so weiter. Ich will einfach nur mal eine Introduction geben. So, wo fangt ihr am besten an, wenn ihr euch noch gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt habt? Und die Introduction heißt dann eben, wie anfangen, wo belesen und vor allem, was soll ich kaufen. Man so looten im Netz, ja, erstmal so schauen, wo kriege ich das Zeug her. Man kann sich da sehr, sehr schnell erstmal verrammeln und landet dann auf irgendwelchen speziellen Seiten, die halt für, also alles, was mit Growing zu tun hat, so Self-Grow-Systems und so weiter, damit ist meistens für die Marihuana-Bauern irgendwie alles gemeint. Das ist recht teuer, das Zeug. Also da könnt ihr gleich wieder weg von gehen. Das ist, weißt du, was ihr hier so seht, das sind dann irgendwelche abgeschlossenen Boxen, die dann halt zuziehen kannst und so weiter, die sich selbst belüften und so einen Käse braucht man letztes erstmal am Anfang nicht. Es geht ja darum, erstmal ein Gefühl für Pflanzen zu bekommen. Ist das was überhaupt für einen selbst? Scheißt mich das an? Ich weiß nicht, habe ich 3 Tage Freude dran gehabt und dann fliegt es in die Ecke, kennt man ja auch irgendwelche Projekte. Deswegen nicht gleich irgendwie 5 oder 1500 Stütze für sowas ausgeben. Ich rede jetzt eher davon. So was Kleines zu Hause, irgendwo in der Ecke schön, was man sich dran erfreuen kann, was erstmal alleine vor sich hin wächst. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich bin oft an den Wochenenden nicht da. Habe auch nicht immer Zeit, mich da abends dann so drum zu kümmern. Das kam jetzt erst dann die letzte Zeit, dass ich mich auf den Pflanzen erfreue und mich gern um sie kümmere. Aber davor wollte ich einfach was sich selbst kümmert, was sich um sich selbst kümmert. Was ich euch da auf alle Fälle empfehlen kann, Hydroponik von Noobs, ja, ist dieses Click and Grow. Das habe ich auf Kickstarter mal mitgebatcht.
Die sind da so auf die Idee gekommen, was recht billig ist, das ist Low-Tech für 50 Franken oder 50 Euro. Das ist ein Plastikbehälter, wo Wasser drin schwimmt. Hier ist so ein kleiner Einsatz, wo hier kleine Töpfe reinkommen, die eine Verbindung über so Kunststofffasern ins Wasser unten haben. Hier auf der Seite ist ein Styroporschwimmer mit einem Magneten drin, der hier immer irgendwo, keine Ahnung, ein Magnetfeld bildet. Wenn der Hydraulikschwimmer zu weit sinkt, fängt die Lampe hier oben an zu blinken und sagt euch, hier, ich brauche Wasser. Da muss man halt nicht jeden Tag reinschauen, sondern es wird aggressiv, es nervt dich dann auch irgendwann und dann liest du halt schnell wieder. Es hat eine eingebaute Zeitschaltuhr, also einfach dranhängen, ein bisschen da was sehen. Denn ihr Geschäftsmodell ist das eines Druckerherstellers. Die wollen ja auch immer nur die Druckerkartuschen da verkaufen. Und genauso machen die das auch. Das ist im Grunde genommen ihre Druckerkartuschen. Das ist so groß ungefähr, so ein kleines Einlasstöpflein da. Da wächst natürlich nicht viel, nicht sehr lange. Die haben das alles so drauf ausgelegt. Basilikum wächst enorm schnell. Da hast du innerhalb von 3 Wochen irgendwie so einen Busch und verreckt aber auch genauso schnell, weil es ist ja kaum Nährstoff da drin. Deswegen nutze ich das nur zum Anzüchten. Wenn das Zeug dann ungefähr so groß ist, dann nehme ich es dann meistens raus und topfe das um. Und dafür ist es ideal. Aber um erstmal so ein Gefühl dafür zu bekommen, lasst auch die Pflanzen mal sterben. Erstmal schauen, wie lange wächst das überhaupt. Wie viel Wasser braucht das so? Basilik, also verschiedene Pflanzen brauchen verschiedene Umgebungen, verschiedene Nährstoffe, verschiedene Lichtfrequenzen und so weiter. Genau, kostet 50 Euro. Wo bekommt ihr das her? Wenn ihr Click & Show so gleich mal googelt, landet ihr gleich auf Galaxus. Vorsicht, es gibt da eine zweite Version davon, die ist ein bisschen teurer. Es gibt ja auch gleich so Sachen für 300 Euro, das braucht ihr alles nicht. Also ihr braucht nicht, das ist derselbe Blumenkasten, der ist da noch ein bisschen rundgelutscht und ich keine Ahnung, was da anders sein soll. Das Ding, was ich habe, das tut es auf alle Fälle. Man kostet im Manor CH, okay, kostet hier nicht mal 50 Franken. Also wenn ihr starten wollt mit dem Zeug, nehmt das. Gebt euch mal ein Jahr Zeit, schaut euch das an. Und wenn ihr dann soweit seid, dass ihr sagt, okay, ist mir jetzt ein bisschen schade, jetzt habe ich die Pflanzen da so hochgezüchtet, ich freue mich dran, ich möchte jetzt mal weiter, dann kann ich als nächstes empfehlen, so die Pro-Gamer, die gehen dann zu IKEA. Achtung, jetzt fangen die ganzen Produkte hier an. Das wollte ich euch eben eigentlich zeigen, wo kriegt ihr das her, was man braucht. Bei IKEA gibt es das quasi dasselbe in grün, in etwas größer. Geht direkt in den Laden, bestellt euch das nicht hier, weil so teuer ist es nicht. Was man eigentlich haben will, ist so dieses kleine Kästlein. Die Plastik hier unten, das glaube ich, kostet nicht mal 5 Stutz oder so. Das war witzig. Und was man dazu extra kaufen muss, ist so eine Vollspektrum-LED-Lampe. Und die kostet glaube ich 27. Also ihr braucht das ganze Set hier, das braucht man nicht. Das ist Unsinn. Diese Lampe kann man auch einzeln kaufen, das habe ich halt gemacht. Ich hatte euch von so mein Regal da gezeigt. Ich habe dann die Lampen da oben einfach eingebunden. Ganz, ganz dumm, ganz billig. Und mit ein bisschen Gaffertape irgendwie an der Decke befestigt. Je nachdem, wie ihr Platz habt zu Hause, wie ihr das Zeug verräumen könnt. Ich habe auch die Idee, dass ich die Hälfte von meinem Kleiderschrank leer räume und dann da irgendwie alles reinpacke und auf 4 verschiedenen Etagen halt Salat züchte. Genau, bei mir sieht das Ganze gerade so aus. Das ist auch frisch ein Foto von gestern. Das nächste, was man braucht, ihr werdet halt nicht alles bei IKEA finden, aber das meiste im Zusammenhang mit einem Baumarkt. Wenn ihr das ein bisschen größer betreiben wollt, dann besorgt euch einfach die Vollspektrum-LEDs. Gibt es auch für kleinere Tischlampen, habe ich auch am Start. Irgendwie für, keine Ahnung, 8 Euro so eine kleine Tischlampe kaufen. Das passt auch. Aber die größeren sind für die Lampenfassung ganz billig, 4 Stutz. Zeige ich dann später? Hast du in der Filiale gekriegt, die Lampen, die LEDs? Bitte? Hast du die Lampen in der IKEA gekriegt, in der Filiale? Ja. Okay, hast du die da nicht gefunden, nur im Internet? Welche? Ich gehe in Schlieren, nein, die habe ich schon öfters gesehen, auch in Deutschland. Die habe ich gefragt und da haben sie gesagt, das sind sie nicht. In Spreitenbach meinst du, Dietikon? Nein, Dietikon. Nein, haben sie an dich über... Vielleicht inzwischen. Ja, nein, haben sie an dich mittlerweile neben. In jeder Filiale. Genau, hier sieht man das. Ich habe die da einfach oben über so einen Kleiderbügel, also so einen Kleiderschrank irgendwie hängen, einfach drüber gehangen und erledigt.
Das tut eine Zeitschaltuhr ohne Runden dran und schon braucht man sich nicht mehr kümmern. Um die Belichtung. Bewässerung ist natürlich ein anderes System. Kann man dann auch ein bisschen ausgefuchstes Zeug sich kaufen. Immer die Frage halt, wie weit will man gehen. Das nächste, was man braucht, sind sicherlich Regale. Also ich habe das, was ich da stehen habe, was ich euch gerade gezeigt habe, habe ich nicht mal gefunden, aber etwa in die Richtung war es bei mir gewesen. Also es war keine 30 Stutz. Wie gesagt, man kann das alles für ein sehr, sehr kleines Budget betreiben und das reicht doch erstmal. Also wie gesagt, bis man dann, bis der Saat dort so hochgewachsen ist und so weiter und ich schon alle 3 Tage ernten kann, so viel Fläche braucht man dafür gar nicht. Was auch geht, im Baumarkt gibt es solche Alustäbe, die man halt zusammensägen kann und dann gibt es da so Steckverbindungen. Auch alles für einen Apfel und ein Ei. Dass man natürlich ein bisschen flexibler, anpassbarer, je nachdem wie bei euch die Raumgestaltung aussieht, ob man was im Keller bauen will oder in die Ecke oder sonst was, kann das Zeug zurechtsägen. Notfalls eben auch in der Wohnung, macht ja nicht jetzt so viel Dreck, das ist ein bisschen Alu. Kann dann da Plexiglasscheiben, Glasscheiben, notfalls auch 3 Schichten Pappe drüber legen, irgendwie, und schon hat man eine Ablagefläche und ein Regal und fertig. Ist sogar nicht hübsch, sondern praktikabel. Genau, bei mir sieht das Ganze so aus und das mit den Steckverbindungen wäre genau dasselbe in Grün, also überlegt, keine Ahnung, Plexiglasscheibe darüber, fertig. Für bestimmte Pflanzen haben bestimmte Wurzeltiefe. Also ich versuche ein bisschen Tomaten zu züchten, das ist schwerer, weil die Tomaten, die haben bis zu einem halben, ja, sagen wir mal so 40, 50 cm Loch, wollen die gerne Wurzeln schlagen und dafür müsste man eigentlich ein bisschen tiefere Kästen haben. Also ich habe Probleme damit, die Tomaten gerade bei mir im Zimmer, und hier, dass die dann nochmal fruchten, da kommt irgendwie gerade nichts, weil ich normale Blumentöpfe nehme. Und bei Ikea gibt es dann unter anderem solche recht tiefen, nope, das nicht, solche recht tiefen Blumenkästen, die sich halt da schon mehr eignen, die sind ungefähr so. Die habe ich auch für ein bisschen flachere aus Metall, habe ich für Salat. Auch gut. Ihr müsst nicht permanent da die Erde aufbessern oder irgendwelche Düngerstäbchen reinknallen und so, aber das reicht eine Weile. Also der Salat frisst nicht ganz so viel Nährstoffe weg wie andere Sachen. Kann ich empfehlen, die sind auch nicht so teuer, diese Stahlbehälter oder diese Stahlblumenkästen. Was sieht man das gerade hier irgendwo? Ich habe die da. Naja, hier sieht man gerade so ein Teil. Ja. So meine Erfahrung mit dem Krams alles. Ich habe mir so jetzt immer, betreibe das jetzt seit knapp 4 Jahren, kann das sein? Endomologie? 4 Jahre? Ja. 4 Jahre ungefähr. Du weißt das besser. Ich habe eben auch mit diesem Click-and-Grow-Krams angefangen, irgendwann mal angefangen, eigene Sachen da zu pflanzen. Wie gesagt, das ist mal abgestorben. Und dann dachte ich, ja, scheiß doch drauf, ich sehe jetzt mal was Eigenes. Und habe mir einfach Zeug besorgt. Was ich gemerkt habe, was sehr, sehr gut funktioniert, im Zusammenhang mit dieser IKEA-Plastik, die man da kaufen kann. Ich mache das nochmal auf kurz. Also was man hier so sieht, das sind irgendwelche solch kleinen Einlass, Gitter oder kleine Behälter, die halt offen sind. Das ist so wie ein Sieb. Da rein packe ich, gibt es auch im Baumarkt zu kaufen. Solche kleinen Pappen und das funktioniert wunderbar, weil die Pappen saugen sich halt voll mit Wasser und halten permanent die Erde nass. Und ich glaube, es tut auch ein bisschen so einen Verdunstungsgrad vorbeugen, habe ich das Gefühl. Das Wasser ist nicht ganz so schnell alle. Das kann ich enorm empfehlen. Es gehen auch Eierpappen. Man kann auch solche Eierpappen da so an die Seite legen. Irgendwie macht die Erde auf alle Fälle nicht in diese Gitternetze selber rein, weil das bröckelt alles nach unten durch. Irgendwann hat man noch so viel Erde dann von oben und das reicht halt den Pflanzen nicht. Und das, je nachdem, was ihr da für Erde habt, ist das genügendes Zeug und so weiter, das bildet enorm viel Algen dann im Wasser. Und ihr könnt das dann recht häufig sauber machen. Also lieber ein bisschen irgendeine Membran irgendwas dazwischen, dass das Wasser sauber bleibt und man den ganzen Setzling mit im ganzen Paket quasi nur irgendwo umtopfen kann. Kauft das, also kann ich echt empfehlen, macht das, das bringt's. Man sieht das jetzt gerade bei mir hier,
So, das saugt sich dann halt mit Wasser voll. Und wenn die dann beim ungefähr so einen Daumen groß sind, die Setzlinge, nehme ich das ganze Paket dann quasi mit der Pappe und füge irgendwo in den Blumentopf einfach so zack mit rein. Die Wurzeln, die gehen durch die Pappe durch, das interessiert die Pflanze nicht. Das verrottet dann auch irgendwann nach der Zeit. Wie ihr jetzt hier so seht, ich mache gerade Experimente mit alten Klopapierrollen, die ich in solche kleinen Becher da reinlege, dann einfach den Becher auffülle mit Wasser und die Klopapierrolle hält eben, die Pappe hält das alles nass. Funktioniert im Moment auch gerade ganz gut. Selbst in Grün, wo ich halt immer schon ein bisschen mehr Wurzeltiefe habe für andere Pflanzen. Ich hatte am Anfang recht viel Probleme mit so Fruchtfliegen-Krams. Ich dachte, es wären Fruchtfliegen, aber es war irgendwas anderes gewesen. Hab mich halt gefreut, geil, hier kommt gerade was, ein kleiner Trieb, man geht auf Arbeit, kommt wieder weggefressen. What the fuck, was ist jetzt los? Und wenn man halt mal genau anschaut, sieht man so durchsichtige, transparente kleine Maden, die überall in der Erde unterwegs sind. Ich so, iba, will ich gar nicht haben. Und hab alles Mögliche dann echt auch ausprobiert, irgendwie mit Essigfallen, was weiß ich. Alles Rotz, was bei mir wirklich funktioniert hat, um die Zahl zu reduzieren, waren Klebefallen. Das ist aber auch nichts Präventives. Das machst du natürlich dann schon, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Präventiv, was für mich super war, ich habe mich beraten lassen im Baumarkt und der meinte, ich probier mal, also der Typ da meinte, probier mal solche Tabletten, die du im Wasser auflöst und dann direkt drüber, da gehen die Eier alle kaputt. Und das war super. Irgendwas Biologisches meinte, ich habe mir nicht wirklich durchgelesen, aus was das besteht, aber es funktionierte und ich war happy. Und habe die Zahl der Fliegen halt damit immer drastisch reduzieren können. Ja, oder halt ein bisschen ins Portemonnaie greifen und gleich Kräutererde kaufen. Also ein bisschen teurer in Erde, da habt ihr dann auch so nicht das Problem. Ich hatte halt am Anfang nur irgendwelchen normalen Mutterboden irgendwas genommen und ja, war mein Fehler. Pro-Tipp, macht das alles in der Badewanne. Macht das nicht irgendwo gerade auf einem Schreibtisch oder sonst so. Macht es in der Badewanne, weil am Ende es geht immer irgendwas daneben. Also ihr seht ja, ich habe hier normalen Blumenerde und allein das dort mit einem Löffel irgendwie rauszuholen und diese kleinen Näpfe da. Ich habe halt keinen Garten, ich habe keinen Balkon, wo ich sowas alles tun kann. Ich muss das alles in der Wohnung machen. Die Badewanne ist dafür ideal, weil da kannst du dann einmal kurz durchspülen, logischerweise. Also ihr seht ja auch, so groß ungefähr sind die Setzlinge. Das ist jetzt der normale Kopfsalat, den ich da jetzt gerade am Wachsen habe. Also nehme ich die dann raus, mach die Wurzeln etwas sauber und steckt die halt wieder ein. Hier seht ihr gerade diese Gitternetze, von denen ich da erzählt habe, diese Becher, die da bei dem IKEA-Einsatz bei der Plaste reinkommen. Ich habe da noch zwei so. Nope, das geht zu weit. Ich habe da noch so zwei Tipps, die ich mitgeben kann, wenn ich. Bevor ich die Samen reinkrümel, nehme ich immer so einen Chopstick und mache ein kleines Löchlein, ungefähr so eine Fingerkuppe tief. Das hilft enorm, weil die Pflanzen, du weißt nie, in welche Richtung gerade die Pflanzen auskeimen. Und so haben sie ein bisschen mehr Platz, sich nach oben zu kringeln oder irgendwo festzukrallen. Und später kann man einfach von der Seite reindrücken, macht das Loch sozusagen zu und die Pflanze hat irgendwo einen festen Stand und kann sich festkrallen. Wenn man das nur so oben drauf trieselt, dann hat es oft, keine Ahnung, bis zu so 2 cm Wurzelbildung in welche Richtung und die Pflanze hat keinen Stand. Also geht dadurch ein, weil sie irgendwie links rausfällt und vor allem auch die Wurzeln keine Nährstoffe abbekommen. Was auch super hinhaut bei mir, ich weiß nicht, ob ich das von hier irgendwo gehabt, sind irgendwelche alten Plastikbecher, die ich so nehme und keine Ahnung, Milchreis aus dem Korb oder so. Auch diese Teile hier, ich habe das von mir von der Arbeit, da ist da irgendwelches Müsli-Zeug drin. Die habe ich einfach umgekehrt oben drauf, fungiert wie ein kleines Gewächshaus. Kostet nichts, wascht das Zeug aus, draufgestellt, wunderbar, funktioniert. Geht schneller, als wenn man sie so wachsen lässt. Selbstbewässerung, so, das ist dann die. Im Moment renne ich jetzt rum und habe bestimmt 15 Minuten, um alles zu messen. Ich mache mir mittlerweile ein bisschen Gedanken, wie kriege ich das selbst verbessert. Ich hatte mich auf der GPN mit jemandem unterhalten, der dann gleich meinte, ja, nimm mal doch irgendwie die Spannung ab von der Erdoberfläche oben, dann weißt du, wie viel Wasser drin ist und dann irgendwas mit einer kleinen Pumpe und einem Arduino. Kann man machen, man kann sich auch das Ding hier kaufen und ein Tröpfchenbewässerung irgendwie über so ganz, ganz simpel und dumm.
irgendwo einen Krug Wasser oben hinstellen, das rammt man in die Erde und dann kümmert sich der Scheiß halt. Das gibt es auch so zu kaufen mit einem Einlass oben für eine PET-Flasche, wenn man ein bisschen mehr Platz hat irgendwo, habe ich jetzt gerade nicht. Und im Moment tut es das für mich, kann ich empfehlen. Ist jetzt nicht ganz so billig, aber ja, gerade wenn man mal in Urlaub fährt irgendwie und sich gerade jetzt nicht drum kümmern will irgendwie, dann, oder nicht die Nachbarn drum bitten möchte oder so, dann fällt das eine Weile. In diesem Click and Crowding, was ich euch am Anfang gezeigt habe, das kann man locker 3-4 Wochen alleine lassen, also da, mindestens. Das könnt ihr in die Ecke stellen und vergessen und nach einem Monat wieder dran schauen, was sie getan hat. Wenn ihr so kleine Setzlinge habt, wie in einem IKEA-Ding, möchtet ihr nach 2 Wochen dann mal wieder aktiv werden und das langsam umtopfen. Weil oft die Pflanzen sich auch gegenseitig ein bisschen ficken. Ich habe bemerkt, so Basilikum und oder Ingwer alles in einem so einem Click-and-Crow-Teil, die tauschen dann anscheinend irgendwelche Nährstoffe oder was oder Viren übers Wasser aus, was die Pflanzen nicht vertragen, also was einige Pflanzen nicht vertragen. Und so Chili und Basilikum hat sich irgendwie immer selbst gekillt. Also sobald ich die auseinandergenommen habe und in eigene Gefäße, war es kein Problem. Deswegen frühzeitig aktiv werden, bevor die Wurzeln bis ins Wasser reichen. Oder die Pflanzen so groß sind, dass sie halt viel Nährstoff durchlassen. Genau. Dieses Blumhardt, ich hatte es hier auf Galaxus gefunden. Ich habe es aus irgendeinem Baumarkt auch gehabt. Pflanzenfee.ch kenne ich jetzt nicht, habe ich bloß vorhin mal gegoogelt, da gibt es das auch noch zu kaufen. Nächste Frage ist, was kann man alles so züchten? Ich zeige dann gleich, ich habe mal mit Ingwer angefangen, weil der ist einfach mal so eine Knolle gekauft im Mikro, liegen lassen, hat angefangen zu treiben und da dachte ich so, ja, wo bist du mal, keine Ahnung. Hab den einfach mal irgendwie reingedrückt so in die Erde und auf einmal fing das Scheißding an zu wachsen, wie verrückt. Hat mich total gefreut, so, das war im Grunde genommen mein Kickstart, was mich dann gezeckt hat, dass ich da mehr machen möchte. Ihr könnt auch einfach mal die Samen auskratzen aus so einer Schlauch-Peperoni. Ich habe die jetzt von uns vom Gemüsemarkt, ich habe gerade nicht die genommen, die es im Miro zu kaufen gibt. Funktioniert wunderbar. Ich zeige euch dann gleich, ich habe ungefähr so große mittlerweile, die bei mir hängen. Ernähre ich mich natürlich jetzt gerade nicht von, weil ich da so 2 solche Pflanzen habe, aber es ist natürlich unglaublich cool. Man kommt nach Hause und denkt so, geil, die ist heute rot geworden, ist ja der Hammer, und dann schnitzelt man die sich so in ins Wokgemüse mit rein oder so. Ist schon was Cooles. Wenn man abgefahrenes Zeug züchten möchte, also jetzt nicht bloß irgendwelche Kräuter, Thymian und Basilikum und so weiter, ich kann euch semarein.ch empfehlen. Da habe ich fast den ganzen Sonntagvormittag verbracht und was nicht für abgefahrenes Zeug gefunden. Zum Beispiel diese Raupenblume. Diese Früchte hier, das sind keine Tiere, das sind die Früchte der Blume und die sind essbar. Ist natürlich auch geil. Ich überlege jetzt, ob ich zum Beispiel vor meiner Haustür sozusagen, ob ich da ein paar Blumenkästen hinmache und da kann ich keine Tomaten züchten oder sonst was, weil die sind dann weg. Oder draufgespuckt oder sonst was, das fasst keiner an. Weil keiner eine Ahnung hat, dass das essbar ist. Genauso, ich mach mal das auf hier. Mexikanische Mini-Gurken. Die habe ich jetzt am Wachsen, die sind bei mir ungefähr gerade so groß, werdet ihr dann auch gleich sehen. Total schon happy drauf irgendwie. Herzallerliebst, die werden ungefähr so groß, sehen aus wie kleine Wassermelonen. Bin mal gespannt, so wie viel da kommt. Ob das genießbar ist oder sauer. Melonenbirne. Funktionierte bei mir überhaupt nicht. Ich war auch recht enttäuscht. Da waren tatsächlich nur 4 Samen in dieser ganzen Packung. 4 verschissene Samen. Dachte ich, Spinne. Und die sind überhaupt nicht gekommen. Also ich züchte im Moment gerade alles sehr, sehr feucht an. Und ich glaube, das war zu viel für. Vielleicht war der Samen auch alt. Also verschiedene Samen muss man direkt in der nächsten Saison pflanzen. Sonst die halten sich halt nicht so lang. Weiße Erdbeeren, natürlich auch was Geiles für draußen, so vor der Haustür, weil keiner wird diese Erdbeere ernten, weil er denkt, die ist unreif. Ja, ich habe wie gesagt mit Ingwer angefangen und war dann recht happy, so wie das auch alles schnell abgeht. Ingwer ist so wie Basilikum, ist so ein bisschen Rockstar unter denen, also schnell leben, schnell sterben, verbraucht enorm viel Wasser.
Ist im Grunde genommen einfach, wenn ihr so Ingwer kauft euch normal im Laden, einfach mal liegen lassen, irgendwo in der Sonne, wo es hell ist. Die fangen dann an, da sagen wir mal so vielleicht nach 4-5 Wochen, fangen die an zu knollen. Ihr müsst nicht mal warten, bis so ein Riesentrieb hier dran ist. Es reicht, sieht man gerade nicht, also es reicht auch, keine Ahnung, so eine Fingerkuppe groß. Das schneide ich dann ab, hier unten. Und setze die mit der Spitze oben, nicht andersrum, also wenn ich denke, dass das die Wurzel ist, das habe ich einmal falsch gemacht. Setzt die mit der Spitze ein bisschen halb in die Erde reingedrückt, sodass dass es einigermaßen von alleine steht. Und der neue Trieb kommt dann von unten. Also das hier wird nicht weiter wachsen. Das stirbt dann ab. Der neue Trieb kommt von unten. Das ist eine Wurzelpflanze, die sich permanent zur Seite selbst wegklont. Auch wenn man die, ich habe mal eine Wurzel ausgegraben, so jetzt nach einem Jahr, die ist halt in alle Richtungen da irgendwie, macht die gerade vor. Ich habe sie wieder eingegraben, jetzt kommt sie wieder, hat wieder selber Triebe. Freue mich total, macht voll Spaß. Ingwer blüht auch irgendwann mal, ist mir noch nicht passiert. Da könnte man dann wohl auch so gegenseitig bestäuben und so weiter, aber muss man ja nicht mal, weil wie gesagt, kommt ja permanent neu. Wenn ihr das ein bisschen länger wachsen haben wollt, dann nehmt ihr lieber so einen langen Topf gleich von Anfang an, damit ihr dann nicht wieder Sauerei habt. Also ich habe mal irgendwie dann sowas mit so einem Joghurtbecher angefangen und der kommt dann schnell an die Kanzen an der Seite. Der Typ war ja faul, hat gleich irgendwie die ganze Knolle da so in die Erde gepumpt. Okay, finde ich jetzt ein bisschen Verschwendung. So sieht das Ganze bei mir aus. Also das hier ist gerade Ingwer, wird ungefähr gleich so hoch nach, sagen wir mal 4 Monaten ungefähr. Geht recht schnell. Ich habe hier noch, ich habe euch gerade von erzählt, von der, das ist keine Peperoni, das ist keine Peperoni, das sind die Schlauchpaprika, die es da so zu kaufen gibt, was ich in der Hand habe. Hier hinten ist eine etwas größere, sieht man schlecht. Die ist jetzt mittlerweile schon so dick. Und ich habe auch kleinere da dran, weil ich versuche mit Chili zu kreuzen. Also ich spiele da gerade Bienchen, immer wenn die Blüten kommen, mache ich eine Blüte ab, renne zu einer Pflanze und tue dann da so bestäuben und so. Und das hier ist eine Tatsache, ist eine Kreuzung so von der Chili und ich versuche die mal kleiner zu kreuzen, weil ich mag die kleinen Sachen. So Mini-Erdbeeren und Mini. Ich möchte mal versuchen, halt die äußerst klein zu bekommen. Halt aber nicht so scharf wie Chili und das werde ich mal probieren. Also ich habe da schon die ersten Samen wieder rausgekratzt, die ich dann auch jetzt wieder stecke, so in zweiter und dritter Generation und versuche mich da zu verkleinern. Ja, mittlerweile hat das dann solche Ausmaße bei mir angenommen. Also hier sieht man einen Haufen Tomaten. Ich habe da so schwarze Tomaten mittlerweile am Wachsen, die gehen auch in Tomaten, die erobern sofort die Welt, das ist irre. Wie gesagt, die brauchen auch eine gewisse Wurzeltiefe, das reicht hier echt nicht aus. Das nehmen sie mir auch, glaube ich, übel. Und die Ranken, die gehen gleich in alle Richtungen. Also die hat man besser ein bisschen Platz für die Ranken. Und ich habe bisher noch keinen Erfolg gehabt. Ich probiere es aber weiter, hartnäckig. Ich hatte erzählt von der Ingwerknolle, die ich wieder eingesetzt habe. Die wächst gerade hier vor sich hin. Bin ich jetzt so irgendwie nach dem Wochenende wiedergekommen und habe gesagt, yes, geil, das ist der Hammer. Hier wachsen die kleinen mexikanischen Mini-Gurken. In der Mitte habe ich hier so ein Mini-Chili, Little Elves nennt sich das Zeug. Wir haben so herzallerliebste kleine Chilis. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich eine Chili-Mühle gekauft, wo ich die Dinger trockne und dann dort reinhaue. Und die geht auch wie verrückt. Also wenn man die einmal gepackt hat zu züchten, dann breitet sie sich irgendwie so wie so ein Busch aus und auto-growing von allein. Frisst dann auch enorm viel Wasser, muss man sich ums Wasser kümmern, dass dann eben so dieses Blumat nicht schlecht. Habe ich jetzt hier gerade noch nicht eingesetzt, aber ich glaube, ich werde mal noch ein paar kaufen von den Dingern. Ich probiere es auch mit Pfeffer. Ich bin so ein Pfefferfreak geworden und versuche mir den jetzt auch selber mal. Ich habe noch keine Ahnung, ich weiß noch nicht, wann ich das Zeug dann ernten muss, wie das aussieht, wie ich das trocknen muss und so weiter. Werde ich alles lernen, wenn es dann soweit ist. Ich bin erstmal gerade total happy, dass das Zeug von ganz alleine irgendwie wächst. Habe dann auch so ein paar Pflanzen rausgenommen, weil es zu dicht wurde. Ich habe Chilis am Wachsen, an einem anderen Platz, weil dort schon kein Platz mehr war, wo ich gerade gezeigt habe. Ich habe Petersilie, Pfefferminz, hier wächst eine Tanne, griechischer Mini-Basilikum, ich habe hier diese Raupenblume, die ich euch vorhin gezeigt habe. Ich habe Quinoa am Wachsen, schwarzen Basilikum, Dill. Ich versuche es jetzt hier mal mit so einer, was ist das, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr. Eine Kiefer, eine Pinie, glaube ich. Ich würde es mal immer eine Pinie, mal schauen, ob das was bringt.
mit meinen Sachen habe ich wirklich überhaupt gar keinen Erfolg. Gerade so Kräuter, das wird irgendwie alles nicht kommen. Das ist vielleicht wahrscheinlich sinnvoller, wenn man sich das irgendwie Mikro einfach kauft zum Verbrauch, zum Wegschneiden oder so. Salat habe ich jetzt mittlerweile auf zwei Ebenen. Hier wächst gerade so ein bisschen Müsli-Salat. Kopfsalat ist irre, wie schnell das Zeug wächst, wenn das anständig Licht hat. Die Salate könnt ihr, by the way, ihr müsst da keine Vollspektrumlampe nehmen. Ihr seht hier unten, das ist so violett. Ich hatte das vorhin kurz gezeigt gehabt, das sind nur so ein Array von roten und blauen LEDs. Das reicht im Salat vollkommen und ihr müsst auch keine Zeitschaltuhr oder irgendwas drin haben. Salat kann rund um die Uhr beleuchtet werden. Andere Pflanzen nehmen das übel, die brauchen die Tag-Nacht-Wechsel. Beim Salat spielt das keine Rolle. Und wenn ihr wirklich 24 Stunden rund um die Uhr das Ding beleuchtet habt, dann könnt ihr das Zeug ernten innerhalb von 2 Wochen. Also von so einem kleinen Setzling hier bis hierhin dauert es knapp, ja, sagen wir mal 20 Tage doch. 20 Tage ungefähr, dann könnt ihr das schon ernten. Und das ist ja auch das Interessante, das mal so zu sehen, wie lange dauert das überhaupt. Wenn ich jetzt irgendwie da Selbstversorger mal spielen wollte oder irgendwas im Keller oder so, wann kann ich denn wirklich essen? Also wie lange kann ich denn überleben, bis ich selbst ernten kann? Ja genau, hier ein bisschen. Das war's schon, korrekt. Mehr Zeit hatte ich wohl nicht so für Slides machen. Ich habe das wieder bis zum Äußersten ausgereizt. QR-Code, ihr könnt da die, falls ihr die Links braucht, könnt ihr euch den Vortrag mal ziehen. Ich habe eine ZIP-File daraus gemacht. Ja, Ziele, so für mich selber. Ich probiere halt alle möglichen Pflanzenarten gerade mal aus. Es gibt auch gerade so ein bisschen in Deutschland eine Szene. Ich hatte letztes Jahr mal eine Doku gesehen über illegales Gemüse. Da dachte ich, what the fuck, illegales Gemüse? Da zeigen sie solche Kleingartenzüchtervereine und ein altes Oma-Mütterchen, die da paar 80 Tomatensorten irgendwie in ihrem Garten hat. Und zwar Tomatenarten, die hast du noch nie gesehen. Welche mit Pelz, grüne, die eher aussehen, die eher wie Paprika aussehen und so. Und ich verkaufe das dann auch. Und Tatsache, es gibt in Deutschland ein Gesetz von 1930, die es halt verbietet, solche keine konformen Sorten zu verkaufen. Da war ich ja schon total gleich angefickt. Dachte ich, geil, illegales Gemüse brauche ich unbedingt. Und natürlich sofort das Zeug bestellt und das probiere ich jetzt alles gerade mal. Und umso mehr man sich damit mal so befasst, dann geht es halt gleich so Stichworte alte Sorten. Also nicht mehr die Hochzüchtungssorten, alles was wir heute essen, was wir irgendwie aus den Supermärkten kennen, das sind 2, 3, 5 Sorten. So 2, 3, 5 Sorten Kartoffeln, 2, 3, 5 Sorten Erdbeeren. Das ist meistens nur eine Erdbeere, die wir essen. Es gibt eine bestimmte Art und die wurde über die ganze Welt verbreitet. Paprika genau dasselbe. Aber logischerweise gibt es etliche Mutationen in allen Richtungen, die aber nicht verkauft wird. Und wir wissen im großen Teil schon gar nicht mehr, wie krass eine Tomate schmecken kann. Weil wenn wir irgendwie im Supermarkt gehen, so Migroco, whatever, und kaufen uns dann Tomate, dann kommt das Ding halt irgendwo aus den Niederlanden oder Spanien und schmeckt halt verdammt wässrig. Und wenn man solche Teile mal ausprobiert, ich hatte da das Glück in einem Kleingartenverein bei meiner Großmutter, da ist halt auch jemand so drauf, mal so eine alte Fleischtomate dazu probieren, irgendwie, das ist verdammt süß. Ich wusste gar nicht, wie süß eigentlich irgendwie, also schon mehr auch so ein bisschen birnig eine Tomate schmecken kann. So, das habe ich einfach so nicht kennengelernt als kleines Kind. Ich kenne halt nur die Tomaten aus dem Laden. Und genau das interessiert mich jetzt gerade. So, das alte Zeug dann mal wieder hervorzuholen und von mir nie was erzählt wird. Um einfach wieder ein bisschen Biodiversität reinzubringen und auch ein bisschen Dynamik in meine Küche. Gerade das macht ja so Spaß, ein bisschen auch umexperimentieren mit Sachen, die du gar nicht so bekommst im Laden. Genauso auch mit Gewürzen und so weiter. Noch ein Vorteil ist natürlich, du kommst mit dem ganzen Zeug auch mal wieder in Berührung. Also erstmal ein Gefühl dafür bekommen, wie lange braucht es überhaupt, um zu wachsen. Wie lang wirklich die Zeitabstände. Ist manchmal erschreckend, wie schnell das geht oder auch wie lang es dauert. Ich habe da auch so Goji-Bären gepflanzt, die gingen total schnell, hätte ich nie gedacht. Dagegen so ein Ginkgo-Baum, das ist ein Lebensprojekt. Also ich merke schon, ich muss die ganzen Hype-Sachen, natürlich habe ich auch mal irgendwie alles angepflanzt. Auch ist es ja interessant, in Richtung so zu gehen, zu sagen, das Gemüse, was wir heute essen, das ist alles mit Schadstoffen belastet. Sei es jetzt irgendwie mit Chemikalien bespritzt, aber auch Schwermetalle. Dann ist noch der Transport und so weiter, wo dann Hormone zugesetzt werden in der Luft und damit
damit das Gemüse erst auf der Fahrt zum Supermarkt wirklich reift. Hier habe ich alles unter Kontrolle. Also es klingt zwar bescheuert, wenn man von Bio redet, aber ja, ich hab den gesamten Anbauprozess komplett unter Kontrolle und das ist Bio. Also ich weiß, was ich hier esse. Ich pflück mir den Salat, wenn ich nach Hause komme, pflück ich mir einfach den Salat so mit der Hand ab und esse den direkt. Ich brauche das nicht mal waschen. Weil das ist einfach nur Mutterboden, so den kann ich notfalls sogar aus dem Wald holen, wenn ich jetzt irgendwie dem Baumarkt da nicht vertraue. Und normales Wasser, was ich da reingieße. Punkt, fertig. Hat also auch was mit Gesundheit zu tun. So. Das muss man sich auch bewusst werden. Das Gemüse, was wir heute im Supermarkt so zu uns nehmen, das ist nicht unbedingt immer gesund. Ja? Gerade wenn es irgendwo aus dem Ausland kommt, wo die Vorschriften nicht so radikal sind wie jetzt irgendwie innerhalb der EU oder der Schweiz. Gerade wir sagen die Amis Superfood, wenn so ein Krams dann aus Japan, also man braucht nicht denken, dass die Japaner da uns nur Tee verkaufen, der da nicht, also der weit, weit weg von Fukushima gewachsen ist, ja. Also die Japaner ticken da auch ein bisschen anders. Genau, unter diesen Gesichtspunkten muss man sich das auch ein bisschen mal überlegen. Also nicht, das ist nicht nur Spaß, nicht bloß Hobby, sondern das hat auch was mit Gesundheit zu tun. Wirtschaftlich ist es mit Sicherheit nicht da permanent. Allein schon, was ich da an Wasser jeden Tag dort irgendwie drüber kippe. Ob die LEDs jetzt so viel Strom fressen, ich habe noch keinen Stromzähler dran gehangen, das kratzt mich jetzt erstmal wenig. Aber bis man das ganze Setup mal zusammen hat, allein die Erde, also ich weiß nicht, wie viel Erde ich da schon angebracht habe, das ist irre. Das stellt man sich gar nicht vor, was die Pflanzen da irgendwie an Erde wegziehen auch. Wirtschaftlich ist es sicher mal nicht. So, bis ich dann eine Suppe zusammengekocht habe oder so, das dauert alles ewig. Ja. Mit Feuchtigkeit. Wollte ich auch noch ansprechen. Ich habe das Glück, ich wohne in einem Energiehaus. Natürlich kannst du in dem Umfang, wie ich es da gerade mache, kannst du nicht irgendwie einen stickigen Plattenbau oder so durchziehen. Aber sicherlich die Chilis, das ist alles kein Problem. Aber in dem Moment, wenn es dann darum geht, so Tomaten und so weiter, die verdunsten auch recht, das wird dann recht warm und recht, recht feucht. Du musst dir die Pflanzen schon aussuchen. Mit dem Ingwer hast du sicherlich keine Probleme, aber umso mehr Blattwerk, umso mehr Blattfläche, umso mehr auch Verdunstung, kannst du dir so vorstellen. Ja. Wieso benutzt du zum Beispiel für Salat Erde und nicht irgendwie Wasser mit Substrat? Ich wollte es erstmal damit lernen. Erstmal, das ist mein nächstes Ziel. Ich habe ja gesagt, ich möchte in meinem Kleiderschrank ausweichen, weil den kann ich dann abends so zuziehen und dann ist dunkel. Das ist das nächste Ziel. So Steinwolle, Substrat, kompletter Kreislauf, den ich kontrollieren kann. Und von Fliegen und allem möglichen Pilzwerk und was weiß ich, was die Pflanze angreifen kann, wegzukommen. Ja. Das wäre das nächste Ziel. Aber ich wollte es erstmal biologisch lernen, anbauen, fingerschmutzig machen in der Badewanne. Ich habe mir da das Set von Ikea gekauft, habe mal ausprobiert. Habe vergessen, aber das Substrat zu kaufen, habe dann halt beim Coop gibt es so die kleinen Tonerdekugeln. Das geht super und der Vorteil ist halt, es ist anorganisch, das heißt, du hast kein Problem mit irgendwie Fäulnis oder Pilzen oder sowas. Ja. Dann gibt es eine Flasche mit irgendwie Nährstoffen, die geht nie leer. Irgendwie. Also bei deinem FK schon, aber so mit etwas wenig Salat, das ist ewig. Und dann kippst du da einfach immer wieder mal rein. Ich habe das immer so gemacht, wenn das Wasser weg war, dann habe ich halt Neues gemacht mit neuem Nährstoff. Ich glaube, das wäre nicht ganz korrekt, weil theoretisch müsste man wegen pH-Werten so schauen, aber in der Praxis hat es gut geklappt. Deswegen lasse ich es, ich habe mich halt überhaupt noch nicht drüber belesen, so was ist in den Nährstofflösungen, was ist da überhaupt alles drin. Man sieht ab und zu, dass irgendwie die Blätter etwas braun werden und ich denke, das ist, wenn die Nährstoffe nicht stimmen, dann können sie genau die Nährstoffe nicht aufnehmen. Und ich weiß dann halt nicht, was den Pflanzen fehlt. Also du kannst ja nicht jede Nährstofflösung irgendwie allen Pflanzen zumuten. Wie ich halt schon so bemerkte, auch auf verschiedene Bodengruppen so kommen halt ganz anders an bei den Pflanzen. Also man muss einfach so ein bisschen so wissenschaftlich vorgehen und hier probiere ich es mal mit dem Boden und da tue ich den Setzling von der gleichen Art, von denselben Samen, alle überall mal rein, schauen, was besser ankommt. Es ist halt ein langwieriger Prozess und genauso wäre es auch bei den Nährstofflösungen sicher. Aber mit den Nährstofflösungen bin ich halt wieder dann vielleicht von einer Marke abhängig. Was ist, wenn es die morgen nicht mehr gibt, fange ich wieder mit meinem Wissen von vorne an. So können wir einfach sagen, das ist jetzt unten Mutterboden. Unten scheiß Mutterboden, keine Ahnung, wo der herkommt. Das ist irgendeine Kräutererde. Ja, die kann ich, wie gesagt, notfalls kann ich aus dem Wald mir ein bisschen was zusammenkratzen.
oder vorne an der Ecke, um die Ecke. Ja. Ich wollte kurz noch sagen, ich habe auch angefangen so ein bisschen mit Salat vor allem und da habe ich im Coop gesehen, dass sie ein riesiges Regal haben, pro Species Rara. Da habe ich einfach mal wild drauf los versucht und das wächst wie blöde. Ich komme im Moment gerade kaum mehr nach mit Salat essen. Ja. Jeden Tag ist alles wieder voll. Ja. Und es ist so, es ist schön, weil es sind nicht die üblichen Sorten, es sind dann mehr so einzelne Blätter und nicht der schöne Kopfsalat, sondern halt Eichblatt und da zupft man jedes Blatt einzeln weg. Pflücksalat nennt man das dann, glaube ich. Genau, ja. Genau. Aber da gehe ich jeden Abend auf den Balkon und zack, 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 zack. Aber das ist, nur, ist eine witzige Idee. Ja. Mal was anderes. Das Happy, ich beneide jeden, der so einen Balkon hat, dann würde ich da noch ganz anders abgehen. Dann, es gibt da zum Beispiel, habt ihr schon mal was von Kartoffeltürmen gehört? Alte Autoreifen aufstapeln.